Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Montana Black und YouTube verblödet. Als allererstes, das ist kein Schuss gegen Montana Black. Montana Black dient mir jetzt nur als Beispiel dazu, dass YouTube am Verblöden ist, okay? Montana Black ist ja ein YouTuber, den ich eigentlich eher weniger verfolgt habe, aber durch das Interview, was er mit der Backspin gemacht hat, bin ich darauf aufmerksam geworden und habe das Video geguckt und fand eigentlich, er ist so eine krasse Persönlichkeit, eine sehr interessante Persönlichkeit auf jeden Fall, auch viel durchgemacht anscheinend, viele Stories so. Und er ist sehr transparent auf YouTube, erzählt super, super viel. Aber mir ist dabei aufgefallen, dass die Videos, wo er sich mit Themen beschäftigt, die wirklich sinnvoll sind, ja, zum Beispiel seine Alkoholgeschichte oder ich esse kein Fleisch mehr und mache jetzt Sport, solche Geschichten kriegen nur halb so viele Klicks wie Videos, die sich beschäftigen mit wie viel ist mein Outfit wert? Oder was ist mit meinem neuen Maserati auf sich hat und so weiter. Und das ist ein Punkt. Klar, die Videos kriegen immer noch übelst viele Klicks und vor allem viel mehr als meine. Ja, aber ich fange ja auch gerade erst an. Und ich finde es erstmal cool, dass er überhaupt solche Themen anspricht und dass seine Videos so eine krasse Reichweite bekommen, weil ich glaube, er ist schon einer der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland auf jeden Fall und auf Twitch im Stream ist er sogar noch erfolgreicher. Und wenn solche YouTuber ihre Reichweite nutzen, um den Leuten etwas die Augen zu öffnen oder die Reichweite sinnvoll zu nutzen, finde ich das immer prinzipiell sehr, sehr gut. Und man sieht aber trotzdem an den Klickzahlen, womit sich die Leute eigentlich beschäftigen oder womit sie sich lieber beschäftigen. Sie beschäftigen sich nämlich lieber mit Ablenkung und sinnlosem Zeug, wo sie sich selber eher wenig hinterfragen müssen. Und genau das ist das Problem, was ich so oft sehe. Sobald ihr Leute ansprecht auf etwas, was ihnen irgendwie unangenehm ist oder ihr irgendwie unangenehme Fragen stellt, blocken sie sofort ab. Sie wollen das nicht. Sie wollen sich nicht mit sich auseinandersetzen. Sie wollen auch erst recht nicht die Augen öffnen und sehen, was eigentlich los ist oder was eigentlich wichtig ist. Und genau das ist der Knackpunkt. An seinen Zahlen in den Videos, in den Zahlen eines so erfolgreichen YouTubers, kann man sehen, dass Videos, die einen richtigen Mehrwert haben und wichtig vielleicht für sogar manche Leute sind, nur halb so viele Klicks geben, wie eine Outfit-Bewertung, wovon ihr eigentlich nicht viel habt, ja. Und das ist ein Punkt, das sehe ich sehr kritisch, auch allgemein in der ganzen Gesellschaft. Man kennt das ja, dass die Leute allgemein wenig kritikfähig sind und das ist auch bekannt, aber ihr müsst auch gar nicht euch zwingend immer so der Kritik aussetzen von anderen. Setzt euch mal eure eigenen Kritik aus. Traut euch mal wirklich zuzulassen und wirklich nachzudenken, wo sind eure Schwächen? Woran müsst ihr wirklich arbeiten? Schiebt das nicht auf. Das ist so wichtig. Ich habe gestern erst noch mit einer Freundin geschrieben und sie hat mir gesagt, dass ich so diszipliniert wäre. Und ich habe dann gesagt, ja, klar, so, wir haben ja auch nur ein Leben und daraus muss ich das Beste machen, das beste Potenzial ausschöpfen, was ich kann. Und sie sagte dann aber, ja, aber ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Und das ist ja schön und gut, wenn ihr an das Leben nach dem Tod glaubt, das ist jedem seine Glaubenssache, aber das schließt ja nicht aus, dass ihr im Hier und Jetzt aus dem jetzigen Leben das Optimum rausholen könnt. Oder solltet sogar. Weil, seht ihr es nicht auch so, es wäre eher Zeitverschwendung, wenn ihr jetzt einfach sagt, ja okay, nach dem Tod im Paradies, da wird alles gut und deswegen muss ich jetzt nicht so
ich muss jetzt nicht so Gas geben und ich muss jetzt nicht das volle Potenzial ausschöpfen, weil nach dem Tod wird alles schön. Das ist doch völliger Quatsch. So, ihr könnt das jetzt haben. So, holt euch das Paradies, holt es euch ins Hier und Jetzt und nicht erst nach dem Tod. Ja, das war ein Thema, das wollte ich spontan ansprechen. Ich bin da heute so ein bisschen darauf aufmerksam geworden und ich habe auch einen Freund, den Steve, der ist auf jeden Fall ein großer Montana Black Fan. Und ja, dadurch bin ich schon mal auf ihn aufmerksam geworden, aber halt durch das Interview auf der mit dem Backspin-Reporter dort fand ich nochmal viel geiler. Es geht richtig, richtig lang. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ist mega interessant, was er da so erzählt. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht einen kleinen Anstoß geben, so ein bisschen was zu verändern. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.